Als Sebastian Fitzek noch klein war, erzählte ihm sein Vater beim Spaziergang durch den Berliner Forst keine Kindermärchen, sondern richtige Schauergeschichten, wie beispielsweise die vom Serienmörder Hamann und seinem Hackebeil. Wahrscheinlich liegt es an dieser frühkindlichen Prägung, dass Sebastian Fitzek einer der erfolgreichsten deutschen Psychothriller-Autoren wurde. Seine Bücher sind Bestseller, in über 20 Sprachen übersetzt. Seit dieser Woche liegt jetzt sozusagen blutfrisch der neueste Fitzek in den Buchhandlungen, der Augenjäger. So grausig wie seine Vorgänger, aber so fesselnd, dass man ihn nicht mehr aus der Hand legen mag. Mitten im Berliner Westend fällt dem Autor am meisten ein. Seine Albträume schreibt er sich hier von der Seele. Sebastian Fitzeks Psychothriller sind so grausam wie schockierend. Nichts für schwache Nerven. Je grausamer die Szenen sind, die ich beschreibe, desto schöner muss meine Umgebung sein. Und so ist es dann manchmal, dass ich sozusagen nach draußen blicke und dann Vögeln dabei zuschaue, wie sie im Teich landen. Und auf dem Laptop vor mir, da ersticken gerade Menschen. Und das ist so ein schöner Kontrast. Die Bücher des Bestseller-Autors sind in viele Sprachen übersetzt worden. Der 39-jährige promovierte Jurist hat eine immer größer werdende Fangemeinde. Jetzt ist sein neuester Thriller erschienen, Der Augenjäger. Erzählt wird von einem Chirurgen, der tagsüber operiert und nachts Patientinnen die Augen öffnet. Und das im grausamsten Sinne des Wortes. Es sind Frauen, die als Kinder missbraucht wurden und geschwiegen haben. Bevor er sie vergewaltigt, entfernt er ihnen die Augenlider, weil sie sich durch ihr Schweigen schuldig gemacht und weiteren Missbrauch nicht verhindert haben. Das Böse kommt im Leben manchmal grundlos daher. Fitzek sucht nach Erklärung und greift dafür tief in die Psychokiste. Dabei ist er manchmal von sich selbst überrascht. Ist schon manchmal befremdlich, weil ich probiere ja, wenn ich Person kreiere, dass sie völlig der Fantasie entspringen, dass ich auch kein Dritter wiedererkennen kann, keiner von den Freunden. Aber ich merke immer, mein Unterbewusstsein schreibt mit. Das heißt, in jeder dieser Personen steckt auch etwas von mir beispielsweise, also auch in den Bösen. Und dann ist man natürlich schon ein bisschen über sich selbst erschrocken, wenn man beispielsweise auf einmal die Motivation insgeheim nachvollziehen kann. Er fühlt sich in Gehirne von Serientätern ein. Für den Thriller Der Augenjäger motiviert ihn die Berichterstattung über die Sicherheitsverwahrung von Straftätern sowie Exponate im medizinisch-historischen Museum. Wenn man hier schaurige Exponate sieht, dann denkt man häufig, Mensch, die Realität, die ist doch oft grausamer als das, was ich mir zu Hause am Schreibtisch ausdenke. Aber zu Hause am Schreibtisch verarbeite ich dann beispielsweise eine Zeitungsmeldung oder einen Beitrag im Fernsehen, was man selbst erlebt hat, oder natürlich auch Eindrücke, die man hier gewinnt. Seinen Roman Das Kind verfilmt er jetzt selbst. Das Geld dafür hat er von Freunden bekommen. Ein Freund, der Regisseur Jolt Bartsch, überredete ihn dazu und dreht den Film. Jetzt arbeiten sie gemeinsam am Kinotrailer. Ja, von Ben ist es. Der Hammer. Extrem, extrem, wenn er die Waffe rausholt. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass da so eine Dynamik. Den Hollywood-Schauspieler Eric Roberts, dazu Ben Becker und Dieter Landouris, konnte Joel Bartsch für den Film gewinnen. Fitzek und Bartsch haben alles alleine auf die Beine gestellt, ohne Geld von den Filmförderanstalten. Als ich anfing, Psychothriller zu schreiben, da sagten die Verlage, deutscher Psychothriller funktioniert nicht. Und heute sagen das die Filmförderanstalten, es gibt kein Geld, wenn man einen Psychothriller in Deutschland produzieren will. Und so kam es dazu, dass wir das dann mit eigenen Mitteln selbst probiert haben. Im Spielfilm Das Kind spielt Dieter Hallervorden einen Päderasten. Ah. Charming. Absolutely charming. Handsome young man. Er trifft auf das Kind, einen 10-jährigen Jungen, der davon überzeugt ist, in einem früheren Leben ein Serienmörder gewesen zu sein. Der Film kommt im nächsten Jahr ins Kino. Aber bis dahin nutzt Sebastian Fitzek das Schreiben als Therapie. Wir dürfen gespannt sein auf seine nächsten Albträume in Buchform.